Welchen Musical-Song kannst du nicht mehr hören? Ich muss kurz überlegen, was Tim immer singt. Welches Essen du schon... Welches Essen... Moment. Welches Essen... Mann! Hola Miguel. Hola, ¿qué tal? Hallo Lydia. Hi. Na Katrin. Hallo. Hallo Barbara. Hi. Na Markus. Na. Hallo Saskia. Hey. Dein Adamsarme ist Matador. Sie. Wann siehst du schnell rot? Boah, wenn wieder jemand Weihnachtsmusik schon im September auflegt. Was unterscheidet Emma Adams von den anderen Adams? Die ist nicht ganz so abgefuckt zum Thema Liebe. Was macht deine Rolle Scarlett richtig rasend? Liebe? Deine Rolle ist Franzose. Buchstabier mal ganz schnell deinen Vornamen. Françoise. F-R-A-N-C-O-I-S-E. Was ist das Besondere an deiner Rolle? Meine Rolle. Gute Frage. Sie ist Stewardess und eitel. Das Besondere, sie ist tot? Sie ist tot, das ist das Besondere. Warum ist Peggy Adams nicht die hellste Kerze auf der Torte? Weiß ich auch nicht, wüsste ich auch gerne. Deine beste Grimasse? Im Gegensatz zu deiner Körpergröße, was an dir ist besonders groß? Mein Ego wahrscheinlich, würden viele sagen. Spülen oder abtrocknen? Weder noch. Mein Mann macht das oder die Spülmaschine. Für welche Marke bist du das neue Werbegesicht? Für Chanel. Cornflakes mit Bier oder Müsli mit Schnaps? Müsli mit Schnaps. Mit welcher außergewöhnlichen Taktik gewinnst du jeden Stierkampf? Ich irritiere die Stiere mit meinem fabulösen Gemächt. Wenn du dich entscheiden könntest zwischen Weltfrieden und ein Auto, welche Farbe hätte dein Porsche? Weltfrieden. Hast du Angst? Weltfrieden. Disco Fox in der Dorfdisco oder doch lieber zu Hause bleiben? Disco Fox. Wenn du Hamsterbacken hättest, welches Essen würdest du stundenlang drin aufbewahren? Döner. Wohin als letztes mit dem Flugzeug geflogen? Nach Thailand. Der schlechteste Film, den du je gesehen hast? Scream. Dein Hasslied? Last Christmas. Sing. Boah, nein, ich revidiere. Mein Hasslied? Up in the club on a Tuesday. Von Drake. Und I Love McCormick. Wie viele Personen hat Scarlett umgelegt, bevor sie selber starb? Vier. Wie fällt Emma Adams auf einer Party am ehesten auf? Sie packt die ganzen kleinen Schnapsfläschchen unter ihre Schürze und haut damit ab. Du bist quasi Hotelfachfrau. Was ist das Ungewöhnlichste, was du einmal auf einem Hotelzimmer entdecken musstest? Ein solcher Dildo. Im vorherigen Leben warst du? Im vorherigen Leben war ich eine Jungfrau. Das eigenartigste Wort, das du kennst? Konstantinopolitanischer Dudelsackpfeifenmachergesellenverein. Du hast bei Kolpings Traum mitgesungen. Dein Highlight des Abends? Das Finale, als alle aufgestanden sind. Du hast 8 Jahre lang Standard und Latein auf Turnieren getanzt. Tanz mal Macarena. Nein. Hat ja nichts mit Standard und Latein zu tun, ne? Na und? Mach mal ein komisches Geräusch. Wolle Wukushi avec moi? C'est ça. Wie viele Fragen hältst du noch aus? Mach mal. 3, 4. Wie bist du mit Gomez Adams verwandt? Ich bin sein Großstiefschwager. Hose oder Rock? Hose. Die Adams brauchen eine Nachfolge für Lurch. Wie würde Emma sich für den Posten bewerben? Ich würde mir Stelzen anziehen. Das Erste, was Peggy denkt, wenn sie aus der Gruft kommen darf. Männer. Was du schon immer mal vor laufender Kamera sagen wolltest. Talk to my hand, bitch. Penis. Danke. Nur lächeln. Ich danke Gott. Ja, nichts. Wie würde Don Juan Adams gucken, wenn er in die Hose gemacht hat? Wie würde Scarlett gucken, wenn ihr Revolver leer ist? Wie würde Emma gucken, wenn ein Eichhörnchen vorbeikommen würde? Wie würde Dorothy gucken, wenn sie einen Fleck auf der Kleidung hat? Wie würde François gucken, wenn ihm plötzlich Haare wachsen würden? Wie würde Peggy Adams gucken, wenn sie etwas Kluges gesagt hat? Ich glaube, sie würde es gar nicht schneiden. Hey. Dankeschön. Danke. Gerne.